Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Einen Tag nach dem Live-LP. Ich muss sagen, ich muss das jetzt vielleicht montags immer wieder mal machen. So, dass das Live-LP die Folge am Montag machen. Da ich einfach nicht dazu komme, das so schnell zu rendern dann. Das ist ein bisschen doof, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Nein, du bleibst schön hier. Ja, ich bräuchte mal ein bisschen grünes Laub. Wir hatten es ja nur gerade im Live-LP gestern getestet. Und mit Pink sieht es nicht so gut aus. Ich würde da eher grün verwenden. Wir hauen uns kurz hin. Und was ich euch natürlich zeigen möchte. Passt auf. Es gibt da etwas. Ich möchte euch etwas zeigen. Hups. Guckt mal, da unten. Im Live-LP wollte ich es euch noch nicht zeigen. Aber heute. Schaut euch das an. Ich habe mal die zwei Loks gebastelt. Man kriegt ja immer die doppelte Menge an Zeug raus. Und das passt. Das sind die kleinen Schmalspur-Loks sozusagen, die hier auf der Strecke in Zukunft fahren werden. Kurz gucken, kommt nichts. Da kommt eine Kuh, toll. Ja, ich habe mal zwei Loks gebaut. Ich habe noch keinmal, wie sie fahren. Ich habe noch keinmal, wie man sie steuert. Das müssen wir dann erstmal alles zusammen herausfinden. Ja, das sind sozusagen, und von der Proportion her, die gehen schon. Ja, die sind ganz okay. Es sind halt, Schmalspurbahnen, ne? Aber ich finde auch, dass die unten so, so zugemacht sind, so ein bisschen. Das wirkt schön. Das wirkt wie so eine kleine Tuckelok, die da so duck, 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 weißt du? Und so, die Schienen sind nicht ganz eben, die wackeln so hin und her, so dumm, 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 dumm. Das finde ich, das passt so schön irgendwie. Guck mal, mit dem Gras hier so, wenn das, ne? Es passt. Es passt auch zu dem Stil der Schienen, dass das Gras so durchguckt, finde ich. Eine kleine idyllische Bahn, sozusagen. Die Ressourcen von A nach B bringt, die Person von A nach B bringt. Finde ich super. Ah, ja. Schön. Schön, schön, schön. Wir müssen natürlich erstmal gucken, wie die Steuerung ist. Ich habe keine Ahnung. Steuerung Traincraft. Wo ist es denn? Tinkers Tools Traincraft. Hoch, also vorwärts. Horn. Inventar. Ofen F. Runter. Abschalten. C ist abschalten. X ist runter. Y ist hoch. Machen wir das so hier. Dann bleibt das auf Y. Also Gas. Und zurück. Und C ist anhalten. R ist Inventar, hat man da B? Nee, jetzt haben wir N. N hätten wir als Inventar. Das ist ganz okay, denke ich. Horn H. So, N Inventar und der H funktioniert auch. Die Bremse. Kohle, Wasser. Könnte man ja mal eventuell, ne? Also eventuell könnte man dann mal so eine kleine Lokausfahrt machen. So vielleicht. Die Strecke ist halt noch nicht sehr weit. Die Strecke geht noch nicht sehr weit. Und ich will jetzt mal kurz hier Blattwerk. Grünes Blattwerk. So. Bup. Vielleicht machen wir dann so eine kleine Ausfahrt mal im Stream. Oder wir legen die Schienen im Stream weiter. Das könnte man auch machen. Dass wir die Eisenbahnstrecke im Stream bauen. Ja, dafür müssen wir erst in die Höhle gehen. Ah, ist ein bisschen tricky. Müssen wir mal gucken. So. Hops, hops, hops. Ich würde sagen, wir machen erstmal den Garten fertig. Ich würde gerne die Küche fertig machen, dass das hier quasi alles wegkommt. Ich würde gerne eventuell die Schmelzhütte einrichten, dass auch das hier vorne wegkommt, ne? Dass wir hier den Hof, diesen Vorhof quasi schon mal wirklich so gestalten, wie er auch aussehen soll. Wie gesagt, um mit der Lok dann effektiv was zu machen,
da brauche ich halt bei Immersive erstmal die Bohrer, die Bagger und so, ne? Weil dann, das muss ja dann schon, ne? Dann wollen wir ja hier schon Rohstoffe, Omas und sowas. Und ich habe mir überlegt, ich will ja einen Grund haben, trotzdem in die Höhle zu gehen. Den Grund haben wir auch noch. Dennoch. Zum Beispiel sowas wie Lapislazuli, sowas wie Redstone. Sowas werden wir immer trotzdem noch brauchen. La 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 la. Okay. Ja, das Grün passt wirklich besser. Moment. Ich glaube, ich blute gerade an der Lippe. Das ist gerade doof. Aber, oh, der pinke Baum ist ja gewachsen. Fällt mir jetzt erst auf. Ja, also mit dem Grün, das passt deutlich besser. Ja, das passt wirklich besser. Gut, das ist die Frage, warum schon Blumen anpflanzen? Guck mal, ich habe hier Blumen. Ich habe Blumen vorne Kirschen, ne? Ich glaube, ich habe gerade vorne Kirschen. Warte mal, ich krieg gerade eine Nachricht. So, hier vorne haben wir noch Rosen und sowas. Das haben wir auch noch. Die haben wir ja auch noch. Wo sind denn die Dinger zum Aufhängen für die Teile? Müssen die hier nicht irgendwo sein? Hä, wo? Hier sind die Rosen. Sehe ich ihn nur gerade nicht. Ah, hier. Ich habe 4 Stück dabei, ne? So, jetzt ist die Frage, machen wir noch einen Weg hier hin? Schon, oder? So einen kleinen Platz hier. Und hier machen wir dann so eine Art Hängeschaukel hin. Oh ja, das wäre auch eine Idee. Können wir auch gleich einen Brunnen machen. So einen kleinen Teich. Okay, das ist ein bisschen tricky. Ich würde es gerne erstmal so lassen, so der Weg in etwa, wie es angedeutet ist. Steht man nicht so nebeneinander, Freunde. Guck mal, hier eine Rose, da eine Rose. Da hinten noch eine Rose hin. Und da. Dann haben wir noch die hier. Und wir haben natürlich noch. Ach so, warte mal. Also in etwa sollte das passen, ne? So. Zack.
Jo, das sieht doch schön aus. So, jetzt können wir noch gleich. Wir werden gleich mal. Ich weiß, dass viele von euch drauf warten. Wir werden bestimmt gleich. Also wir gehen dann mal zu den Logs und gucken mal. Das müssen wir mal anwerfen und so. Ne, das machen wir jetzt gleich mal. So, also so in etwa der Garten dann noch. Vielleicht noch ein bisschen, ne, ein bisschen mehr. Und hier vielleicht noch was zum Hinsetzen. So eine Bank oder sowas hier, so eine Dreierbank. Dass man hier rumgehen kann und kann sich hier hinsetzen. Wie sieht das jetzt von oben aus? Wenn man jetzt von oben guckt. Ja, man guckt hier aus den Fenstern. Sieht aber schön aus. Hier der große Baum hier davor. Hier muss noch das Stuhl hin. Da einer und da. Dann kann man sich hier hinsetzen. Kann mal mit jemandem ein bisschen privat reden. Oh, ne? Und unten ist noch Tumult und so. Und das kann man rausgucken. Und so. Man könnte auch hier nochmal einen Tisch hinmachen und ne, Stühle. Hier nochmal. Dass sich Leute auch einfach hier oben ein bisschen zurückziehen können von dem ganzen Tumult unten. Könnte man machen. Durchaus. Mein Zimmer, das dauert noch. Da brauche ich eh noch mehr Zeugs. So, hier. Ach so. Die brauchen ja auch noch Licht, ne? Ich will nicht, dass die Angestellten hier kein Licht haben. Zack. Auf der anderen Seite auch noch. Wir müssen die ganzen Zimmer jetzt ausleuchten. Hier ist es ein bisschen dunkel, ne? Jetzt haben wir keine Lampen mehr. Ich überlege, ob ich werde mal noch ein paar Tische machen, wartet mal. Zack. 2, 1, 2. Such mal 4 Stück, ja? Ach, unten wollt ihr auch noch mal einen Tisch hinsetzen. Dort, genau. So, hier vielleicht und hier, dass immer ein bisschen Platz dazwischen ist. Hier vielleicht eher weniger, hier so einen vielleicht. Hier können wir noch einen hinsetzen. Hier kann man auch noch ein bisschen zurückziehen und kann hier dem Treiben zugucken. Wir können die Tische auch hierher setzen. Ja, so in etwa. Und mit den Kronlöchern und den Ketten, dass das alles so gut sich zusammengefügt hat, finde ich super. Wer das alles nicht gesehen hat, wie wir hier das Internet ausgebaut haben, das haben wir alles im Livestream gemacht vom Samstag. Einfach mal nachschauen. Solltet ihr den nicht finden, YouTube ist zurzeit total doof. Ich kann es nicht anders sagen. Videos verschwinden werden, also verschwinden, die sind da, aber werden nicht angezeigt. Und all sowas. Also nicht verzagen. Am besten in die Playlisten reingucken. Ich versuche das immer in irgendeine Playlist mit reinzupacken und da wird es angezeigt. Das sollte es angezeigt werden. Also da keine Panik. Das kriegt man hin. Wir sollten jetzt eigentlich auch mal nach den. Oh. Was wollte ich gerade sagen? Nach den. Moment, ich hab's gleich. Nach den Kokerien gucken, weil die werden bestimmt schon vollgelaufen sein, mittlerweile wieder. Ich hatte zwar schon Kohle nachgelegt gehabt, aber. Das wird. Ich brauche noch mehr Glasflaschen. Ich muss da mal noch eine Kiste hinsetzen. Wo habe ich keine Ahnung, Glasflaschen hingetan? Nee, ich hab noch gar nichts rausgetan. Haha. Stimmt. Wo habe ich das Glas hingepackt? Ist noch im Ofen? Ich werde dort unten eine Kiste hinsetzen, wo wir alles, die ganzen Lasuren da reinpacken. Ich habe noch eine. Mm-hmm.
Hä, hey, ich kann schwören, ich hatte doch viel Glas. Das habe ich doch nie alles schon verbraten, oder? Habe ich das Glas ernstlich schon alles verbraten? Really? Okay, das wäre heftig. Aber ich dachte, ich hätte mal irgendwo was. Hallo? Geh schlafen. Habe ich nie noch irgendwo... Hier ist Kohle. Vielleicht gehen wir sogar in der Aufnahmesession nochmal in die Höhle. Bei Kohle und so wäre schon ganz nice. Ich habe aber kaum noch Glas, ne? So, warte mal, die Kiste mache ich mir gleich noch. Für die Lasuren da unten dann. Gut, der Lüfter hat ich oder eingekriegt, da bin ich sehr froh drüber. Wir können ja gleich mal gucken, ob wir vielleicht so eine Lok zum Laufen bekommen. Brauchen wir noch ein paar Eimer Wasser. Oh ja, es hat eigentlich schon angehalten, okay. So, hier geht's jetzt weiter. Wüt. Zack. Hier hat es auch angehalten, weil kein Guck mehr da ist. So. Zack. Gut, jetzt kann das hier auch schon weiterarbeiten. Wir brauchen mehr Glas. Ich brauche mehr Sand. Achso, Kohle braucht ich da jetzt gar nicht reintun. Naja, das macht ja nichts, ne? Dann würde ich sagen, ich habe die Eimer alle oben drin. Wir gucken uns jetzt mal eine Lok an. Y war vorwärts, X war rückwärts und C war anhalten, ne? Wir gucken uns jetzt mal eine Lok an. Das machen wir jetzt. Ich weiß, viele freuen sich drauf. Aber wir müssen trotzdem mal, also wir können die Lok einfach mal vorne zum Bahnhof fahren. Und gut, wir gucken mal ganz kurz, wie die Weichen gestellt sind. Auf der Strecke. Sie hier lang. Wir nehmen die Fotos jetzt gleich. Ach so, ich brauche noch das Ding zum Ankoppeln, ne? Dann könnte ich die andere ja mitziehen. Die Frage ist, wo ist das Item? Es gab hier Kupplung. Okay, das kriegen wir hin. Wir holen nochmal ganz kurz Stahl. Jetzt hab ich nochmal. Nochmal? Okay, ich kriege irgendwie manches doppelt hier. So zwei davon, eins davon. Muss ich dazu. Ich muss bestimmt zu der Train Workbench gehen dafür, ne? Ja, muss ich. Das ist. Ich muss die mal hier runtersetzen. Das ist so Quatsch, das oben zu machen. Die kommt später eh in die Werkstatt hinten hin. Dort, wo dann die Loks auch gebaut werden und die Waggons und alles, ne? Was man halt brauchen. Da kommt die dann hin. Dankeschön. Dann lösen wir bei der hinteren Lok einfach die Bremsen. Und dann passt das. Attach it, okay. Die sind verbunden. Ich werde bei dieser hier mal die Bremsen lösen. Hallo? Ach, jetzt. Okay. Na, guck mal, das ist schon
Das passt ein bisschen, ne? Das ist ganz okay. Piss aufs, warte mal, mein Helm. Ja gut, der Helm guckt raus. So ist okay. Und der Rucksack passt da rein. Eine schöne kleine Bahn. Die Bremsen da hinten müssten gelöst sein, theoretisch. Achso, ich habe vergessen, Wasser zu holen. Ich bin so schlau. Warte mal. Komm ich hier? Ah. Hihi, okay. Das wollte ich jetzt nicht. So, N. Also ich muss hier reinpacken, ne? Ja, okay. Das passt schon nicht mehr. Wir können natürlich die Wasser einmal hier drinnen lassen. Oh. Oh. So, es ist immer noch, die Lok ist auch noch kalt. Wasser verbraucht sich auch ein bisschen. Schön, es ist schon warm. Okay. Ist jetzt die Bremse da oder ist sie jetzt auf? Ich guck mal hier kurz. Sind jetzt die Bremsen? Jetzt ist sie warm. Ach, ich muss einfach mit W Gas geben. Alles klar. Habe ich die nicht angekoppelt? Hatte ich die nicht angekoppelt? Ja, die kleine Lok. Ja, richtig. So, komm, wir geben ein bisschen. Ich meine, wir sind in der Stadt, ja. Sachte. It's Link. Car was too far. Okay, die Kopplung ist also gerissen zu der Lok. Ja, ist ja schön. Ich freue mich gerade wieder richtig, ne, dass das... Oh, oh. Ja, ruckelt jetzt gerade ein bisschen. Ich guck mal ganz kurz hier hinten. So, okay. Die Lok kann da lang. Okay. So. Machen wir mal 10. Ich denke, das ist okay. Ich feiere das ein bisschen. Also es ist schön, wieder Lok zu fahren. Ach, das ist schön.